Hallo meine Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Besonders bei dem deutschen Stahl und der Tiger 2. Der ist deutscher Stahl pur, anders kann man es nicht sagen. Der ist sehr besonders. Und hier wird er gespielt von Maschi im 9er, 8er, 7er Gefecht. Fischerbucht heißt die Karte. Und ja, was soll man anders sagen? Der Panzer ist einfach gut. Der Königstiger. Einmal habe ich ihn in Bovington schon live sehen dürfen und er ist so unglaublich beeindruckend, weil natürlich hier im Spiel ist er gut, er ist einigermaßen groß, aber er ist halt einfach so, ja, er ist halt einfach so, wie er ist. Wenn ihr aber dann im wahren Leben einmal davor steht und jeder, der mein Bovington-Video gesehen hat, der weiß, wie beeindruckend dieser aussieht, dann muss ich mir einfach sagen, das ist schon grandios. Jetzt aber wieder zum Spiel zurück. Fischerbucht und natürlich Fischerbucht fahrt man als schwerer Panzer sehr gerne in die Stadt. Zumindest bei mir ist das so. Und auch der Maschel oder Maschi, der sieht es also. Besonders hier vorne die Straße oder auch dann die Nebenstraße zur Hauptstraße hin. Das sind natürlich so die Hotspots. Innen ist wer drin ist. Und hier jetzt der IS-3, der ist auch im Fadenkreuz. Trifft aber auch gut. Und er spielt den oder hat hier den kleinen Turm auf dem Tiger. Oder die kleine Kanone. Deswegen dieser verhältnismäßig schnelle Reload, aber dieser doch kleinere Alpha-Schaden, wie ihr seht. Weil 3 Hits und 708 Schaden, das schafft man sonst locker mit 2 Hits. Nun ist die Frage, wo kommt noch wer? Klar, es wird hier gesidescraped vom E75 und vom Tiger, was das Zeug hält natürlich. Da kommt der T54 nochmal rum. Da ist er auf jeden Fall schon. Was ich schon mal spannend finde, er hat keine einzige Premium-Granate dabei, sondern nur seine normalen eben. Oh, wenn mich ganz kurz hier noch das Gameplay, ich will es eigentlich nicht. Da kettet er ihn wenigstens. 203 hat er mit normal. Oh, da kommt noch ein Konkurreur rum. Und an 14 HE-Granaten hat er noch dabei. Ja, der LTDB, der bietet sich an. Was ist denn hier los? Das ist ja wie Tontauben schießen. Jetzt hat er den ketten können, der hat jetzt repariert. Der Konkurreur kommt rum und trifft ihn hier auch direkt. Also hier haben die beiden ja unglaublich viel zu tun gerade. Wahnsinn. Er selber kriegt hier mal ein bisschen mehr auf die Mütze als der E75. So, jetzt ist der Conqueror gekettet. Vielleicht kann er den hier halten. Jetzt muss er ihn nochmal so ketten, weil er hätte weiter oben schießen können. Er hat aber das Rohr auf einmal vom E75 drin gehabt. Kettet ihn hier weiter. Macht er jetzt gut. Unterstützt ja gut. Der Conqueror hat wiederum nur Augen für den E75. Also dementsprechend ist er hier ein bisschen sicherer. Jetzt kommt der IS aber auch noch rum. Den Conqueror lässt aber nicht aus. Den kettet er jetzt hier ganz mutig weiter. Der darf nicht mehr weg. Und jetzt nimmt der E75 den raus. Und jetzt ist noch der IS da. Versucht es mit Premium-Munition. Allerdings kein Schaden, Gott sei Dank. Nee, auch so nicht. Jetzt kettet er den zumindest wieder mal. Ist aber schnell repariert. Jetzt wird er nochmal gekappt, aber getrackt meine ich. Aber das bringt ihm jetzt nichts mehr. Da kommt er nochmal durch. Schön. Also Wahnsinns-Action hier von den beiden. Muss man mal wirklich sagen. Das war Stellungsspiel, Stellungskrieg in seiner besten und pursten Form. So, jetzt der IS-6 auf dem Rückweg. Eigentlich so mittig auf diese Luke schießen. Da geht es immer am besten. Da ist so, lustigerweise so, mit Auto-Aim kommt man hier immer sehr gut zurecht von vorne, weil das Auto-Aim genauso zielt, wie man es braucht. Aber aufgrund dessen, wie er jetzt da stand, konnte er gut unten ran. Jetzt der... Ah, sehr gut, nimmt den Panzer 2 da perfekt raus.
Der T69 ist auf dem Rückweg, kriegt aber auch nochmal eine mit. Also er ist ja mit der Kanone unglaublich fleißig, das muss man ihm mal wirklich lassen. So, und jetzt ist noch IS da, kriegt auch nochmal eine mit, was soll der Geiz? Und Objekt 704, da muss er aufpassen, das ist ja schon wirklich ein Monster. Nimmt auch hier den Hit auf den E75. So, jetzt können sie ihn aber langsam seinen HP-Pool reduzieren. So, jetzt nimmt er leider den E75 raus, aber mit dem nächsten Schuss dürfte er den wegmachen und nimmt das Objekt raus. Ganz fein. E75 schreibt auch GG und ich bin mir sehr sicher, dass er da den Tiger meint. So, was haben wir denn noch? Den T29 da oben. Ne, T69, Entschuldigung. T29, IS und Arti alle noch nicht gespottet und T29 hat sogar schon Kill. Also zumindest mal nicht AFK. So, da ist der T69. Erster Hit und der zweite würde ihn wegmachen. Aber der ist jetzt direkt auf dem Sprung weg. Prallt hier jetzt ab an ihm. Er macht ihn weg. Sehr schön. Da macht er ihn weg. Vierter Kill. Und da ist es der T29. Und die Arti ist rechts von ihm. Jetzt sieht er die Arti auch. Erster Hit drauf. Macht er die Arti weg? Komm schon. Verdient wär's. Nee, blind, da ist er schon in der Bewegung voran gewesen. Zwei Kills bräuchte er noch für einen Krieger und der wäre so verdient, aber... Nein, jetzt muss er beide machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schade. Ein bisschen später, wenn der Schuss angekommen wäre, wäre es sein Kill gewesen. Da ist der erst wieder. Und da ist die Arti jetzt auch offen. Ja, sehr schön. Den kriegt er. Jetzt fehlt nur noch die Arti zum Glück. Und er macht die Arti auch noch raus. Sau gut. Da macht er den Krieger 5781 Schaden. 2000 unterstützt. 630 nochmal geblockt. Mehr ging einfach nicht. Sensationelle Runde. Toller Panzer. Und wer sagt, die Deutschen sind hier schlecht im Spiel, der hat gar keine Ahnung. So, das Wort zum Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Tschüssikowski.